Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen. Während Bayern nach klassischen Kennzahlen führt, zeigt sich ein anderes Bild bei den Zukunftsindikatoren. Im nationalen Vergleich kommt Bayern bei Einkommensverteilung, Start-up-Quote, Bildungsmobilität, Internetzugang und Ressourcenproduktivität nicht über das Mittelmaß hinaus. Auch im internationalen Vergleich bleibt der Freistaat insgesamt zurück. Insbesondere bei Bildungsmobilität und Start-up-Quote kann Bayern den Anschluss nicht halten. Das ist das Fazit einer aktuellen Studie von McKinsey mit dem Titel Bayern 2025. Und das klingt doch deutlich anders als die Dauerschleife »Alles ist super, super, super« des Herrn Ministerpräsidenten und die permanente Selbstbeweihräucherung der CSU. Bayern liegt bei Zukunftsfähigkeit im Mittelfeld. Und das tut weh. Das ist ein Schuss vor dem Bug des Ministerpräsidenten und seiner Staatsregierung. Dass Bayern gut ist bei den klassischen Kennzahlen, aber nur Mittelmaß bei den Zukunftsindikatoren, dieser Befund ist aber nicht neu. Schon in den letzten Jahren gab es immer wieder relevante Studien, zuletzt des Deutschen Instituts der Wirtschaft, die immer das gleiche Bild gezeigt haben. Beim Bestandsranking ist Bayern vorne und bei der Dynamik, bei der Entwicklung, der Zukunftsentwicklung allenfalls im Mittelfeld. Da haben uns andere Länder wie Niedersachsen, Sachsen oder Brandenburg längst überholt. McKinsey diagnostiziert radikale weltweite Veränderungen, die tiefgreifende Auswirkungen darauf haben, wie wir auch hier in Bayern in Zukunft arbeiten, wie wir kommunizieren, wie wir zusammenleben. Einige Stichworte: Digitalisierung, Rohstoffknappheit, Migration. Das sind die grundlegenden Entwicklungen, die uns im Moment und in Zukunft begleiten. Die klassischen Kennzahlen wie das BIP reichen nicht mehr aus, wenn es um Zukunftsfähigkeit geht. Denn da geht es um andere Stärken. Das hat die McKinsey-Studie noch mal auf den Tisch gelegt. Da geht es um Bildung für alle, um gerechte Einkommensverteilung, um gelingende Integration, um Bürgerbeteiligung, um Ressourcenproduktivität, um Nachhaltigkeit, um Internetzugang für alle und um wirtschaftliche Kreativität und nicht um Größe. Und in all diesen Bereichen haben wir Aufholpotenzial, wie es in der Studie freundlich formuliert wird. Bei der Bildungsmobilität, also der Chance von Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien einen Hochschulabschluss zu erreichen, hat uns die Studie die rote Karte gezeigt. Da sind wir im internationalen Vergleich im unteren Drittel. Da blinkt die Ampel auf rot. Schlecht schaut es auch aus bei der Schulabbrecherquote, bei der Abiturientenquote von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und bei Ganztagsschulangeboten. Die Schere bei der Einkommensverteilung ist in Bayern vergleichsweise groß und auch beim Internetzugang und bei der Nachhaltigkeit müssen wir besser werden. Auch noch mal Zitat: Im internationalen Vergleich hinkt Bayern stark hinter den Vergleichsländern her, die ihre Ressourcenproduktivität im selben Zeitraum zum Teil mehr als verdoppeln konnten, als das in Bayern der Fall war. Und schließlich, wenn wir nicht rechtzeitig und wenn wir nicht richtig handeln, dann sind 40% der bayerischen Jobs gefährdet, so die Studie von McKinsey. Die Studie lässt es aber nicht nur bei der Analyse, sondern es werden auch ganz konkrete Vorschläge gemacht, es werden konkrete Projekte benannt. Die muss man jetzt nicht alle gut finden, auch wir finden nicht alle Projekte gut, die da benannt werden. Aber was man schon machen sollte und was Sie machen sollten von der CSU und von der Staatsregierung, Sie sollten sich mit den grundlegenden Entwicklungen, die hier skizziert werden, auseinandersetzen, Sie sollten sich damit beschäftigen und darauf auch adäquate Antworten finden. Was haben wir bisher von Ihnen stattdessen gehört? Einbunkern, Kritik abwehren, rumkritteln im Detail und die Lage schönreden. Sie reagieren, wie Sie regieren, mit der für Sie typischen Mischung aus Selbstgefälligkeit, Ideenlosigkeit und Mutlosigkeit. Ein Ministerpräsident, dessen Zukunftsprojekte Betreuungsgeld und Ausländermaut heißen, der zeigt, wie wenig er tatsächlich vom gesellschaftlichen Wandel versteht. Applaus.
Wenn Sie es sich in der Gegenwart gemütlich machen, dann werden Sie nicht in allzu ferner Zukunft unsanft aus Ihrem Zufriedenheitsnickerchen aufschrecken. Und es reicht auch nicht, an ein paar kleinen Stellschrauben zu drehen oder noch ein weiteres Förderprogramm aufzulegen in dem eh schon unübersichtlichen Förderdschungel. Es geht, und das macht die Studie nahezu auf jeder Seite deutlich, es geht um die Fähigkeit, neu zu denken. Es geht um die Fähigkeit, alte Rezepte in Frage zu stellen. Und es geht um eine grundlegende Bereitschaft zu Veränderung, Dinge anders zu sehen, anders zu organisieren, als das viele Jahre lang der Fall war. Und es geht um gesellschaftspolitische Veränderung. Es geht nicht nur darum, um die Wirtschaftsmaßzahlen, sondern es geht um gesellschaftspolitische Veränderungen, die die Grundlage sind für zukünftigen Wohlstand. Das Spannende ist an dieser Studie ja, die Wirtschaft ruft nicht danach, Steuern zu reduzieren, Stellen zu streichen oder die Angebotssituation zu verbessern, wie das sonst immer der Fall ist. Nein, in dieser Studie, was in dieser Studie gefordert wird, lässt sich auf einen Punkt bringen, und der lautet: Schwarze Zahlen schreiben wir in Zukunft dann und nur dann, wenn wir grüne Ideen aufgreifen und umsetzen. Ich habe die Studie dabei, ich darf sie Ihnen zur Verfügung stellen, damit Sie das auch nachlesen können. Grüne Ideen wie der Ausbau sicherer und sauberer Energie, bessere und gerechte Bildungschancen für alle, sauberes Wasser und gesundes Essen und eine Gesellschaft, die offen ist für neue Menschen und für neue Ideen. Genau das ist es, was in Zukunft unseren Wohlstand erst möglich macht. Es geht um gesellschaftliche Visionen und die daraus folgenden Innovationen, nicht nur um technische Optimierungen. Ich will 7 Punkte herausgreifen, die auch in der Studie erwähnt sind. Gerechte Bildungschancen für alle, die Förderung lebenslangen Lernens und auch den Zugang zu Gruppen von Menschen, die bisher wenige schlechte Bildungschancen, wenig Zugang hatten. Da kann die digitale Technik uns helfen, aber dazu braucht es auch pädagogische Reformen. Alte Schule mit neuen Medien kann nicht funktionieren. Es geht um Zuwanderung. Es geht darum, Zuwanderung als Chance und als Bereicherung zu begreifen und nicht als Bedrohung. Und da brauchen wir die entsprechende Politik, da brauchen wir ein Zuwanderungsgesetz, da brauchen wir umfassende Integrationsmaßnahmen, um genau dieses Ziel zu befördern. Und es geht darum, Vorurteilen in der Bevölkerung, wenn sie sich äußern, oder rassistische Ressentiments, denen entschieden entgegenzutreten und nicht auch noch durch regierungsamtliche Rhetorik sie zu befördern. Wer Bierzeltsprüche von sich gibt, Allah, wer betrügt, der fliegt, der schadet nicht nur dem friedlichen Miteinander, sondern letztlich auch dem Wohlstand unseres Landes. Es geht darum, unser gesamtes Energiesystem auf sichere und saubere Energie umzustellen und nicht bei der Hälfte zu stoppen. Und es geht darum, dass wir uns von allen dreckigen Energieformen verabschieden. Es geht, und das heißt es auch in der Studie, um die Entkoppelung des Wachstums vom Ressourcenverbrauch, um Wiederverwertung, um ein Ende der Verschwendung von wertvollen Rohstoffen und um die Achtsamkeit beim Umgang mit Wasser, Boden und Luft. Es geht um Mobilitätskonzepte der Zukunft, nicht immer noch mehr Straßen zu bauen, noch mehr Asphalt in die Landschaft zu bringen, sondern es geht darum, die verschiedenen Mobilitätsformen miteinander zu verbinden, zu vernetzen und um umweltschonende Antriebstechnologien. Es geht darum, unsere Lebensmittel so zu erzeugen, dass sie gesund sind und Wasser und Boden schont, anstatt unnötig Chemie einzusetzen und Tiere zu quälen. Und es geht um mehr Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe, um eine Kultur des Mitmachens und Mitentscheidens und die Bürger frühzeitig in die Entscheidungen mit einzubinden. In all diesen Feldern haben wir Grüne nicht nur klare Vorschläge und Forderungen. Nein, das ist genau unser grüner Markenkern. Sie von der CSU bekämpfen bis heute genau diese Punkte, aber es sind die Punkte, die in Zukunft unseren Wohlstand fördern. Und deswegen sage ich, wer kann denn die Veränderung, die nötige Veränderung voranbringen? Sind es Sie, die sich gegen all diese Punkte sträuben, oder sind es nicht diejenigen in der Bevölkerung und in den Parteien, die seit Jahren genau diese Punkte auflisten, fordern und in diesen Bereichen arbeiten?
Wir Grüne haben uns nie nur daran orientiert, möglichst viele Güter und Dienstleistungen zu erzeugen. Wirtschaftlicher Wohlstand ist für uns ein Ziel, nicht vor, sondern neben anderen Punkten wie Nachhaltigkeit, wie ökologische Verantwortung, wie soziale Gerechtigkeit oder Selbstbestimmung. Nur wenn klar wird, wenn nun klar wird, dass zwischen wirtschaftlichem Wohlstand einerseits und einer umweltfreundlichen Wirtschaftsweise kein Spannungsverhältnis besteht, sondern dass sich beides gegenseitig bedingt, dann freut uns das. Wir sehen unsere Politik aus einer Warte bestätigt, von der wir es nicht unbedingt erwartet hätten. Für die CSU-Regierung heißt das aber nichts anderes, als dass Sie Ihre komplette Politik auf den Prüfstand stellen müssen. Dankeschön.